Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge des 22 PS5 hier auf Oberon. Beim Versuch, Steine weiter einzusammeln. Ne? Muss man ja so sagen. Ne? Wir versuchen es ja. Gibt ja mein Bestes. Ne? Aber das Spiel will nicht so. Also sammeln tut es schon. Ne? Aber wir sind ja fast am Feldrand. Wenn ich eine linke Seite ansetze, von der Seite sammeln, fertig zum Feldrand, setze ich ihn hier drüben an, will er mal die Mitte wenden. Weil Vorgewände ignoriert er ja auch. Wendet falsch rum. Er fährt jetzt links und fährt rechts Bogen und fährt in Richtung Mitte. Oh, oh, oh. Können Sie mal einen Spaß machen. Wir setzen ihn mal rechts an. Fährt er nach rechts rüber. Mal schauen. Diesmal macht es richtig rum. Da ist nichts mehr übrig. Also eine Bahn kann er einsammeln. Ne? Und dann wird er einfach weitermachen. Ne? Wir werden ihn jetzt gleich nochmal leer machen und dann setzen wir ihn dort an. Mal gucken, ob er richtig rumwendet. Wenn nicht, kann ich es eigentlich ändern. Dann setzt man außen an. Vielleicht macht es dann. Jetzt ein bisschen unglücklich hier unser Hänger, aber Anhänger. Aber mit reinfahren klappt es trotzdem nicht. Ja, rein unternehmen geht viel, ne? Ist zum Glück alles drin angekommen. So, mal schauen. Sollte er nach rechts im Bogen ausholen? Macht natürlich nichts, kann nicht wahr sein. Oh Mann, 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 Mann. Müsste man eigentlich die Helferkosten gut geschrieben kriegen, ne? Gut, jetzt kriegst du das Stück selber fertig. So, unser Grasmäher wird natürlich fertig sein. Ne? Da werden wir den mal umbauen.
Ich hoffe nur, dass er besser funktioniert. So, da muss die Mähtechnik rein. Jetzt haben wir noch einen Frontmäher weg. Ja, wir müssen es ähnlich machen wie beim Mähen, dass wir rechts und links auf die Langskante machen wir eine Schwatt, die nehmen, fahren wir selber. Und dann natürlich Vorgewände. Wobei man beim Vorgewände auch fast schon Helfer nutzen könnte. Richtung Feld könnte er drehen. So. Sieht zwar etwas komisch aus, ne? Oder gewöhnungsbedürftig, oder wie auch immer, mit so einem Frontschwader. So, dann machen wir das Teil aufklappen. So, Ballenpresse anschalten und senken. So, dann machen wir vorne mit den Teil auch. Okay. Tun wir es auch mal senken. Na, schauen wir mal. Also in der Presse kommt auf alle Fälle was an. Oh, 6 km/h. Ja, da. Lichtgeschwindigkeit. Sieht man leider nichts, ne? Schade. Zu dunkel. Aber da sieht man, wie es zusammen gehauen wird. So. Nächste Ballen. Momentan fahre ich noch selber, ne? Noch wissen wir nicht, ob es um Helfer geht. Aber den könnten wir einfach mal, zack, Helfer einstellen. Also Schwatt wird weggesammelt. Bin begeistert. Macht eigentlich das Ärgernis ohne Steine sammeln ein bisschen weg, ne? Hier können wir ihn ruhig mal fahren lassen, weil hier kommt ja Feldende, da drüben ist was angesät, ob er dann auch beim Wenden, wie er sich da anstellt. Auf jeden Fall nehmen wir uns das krumm, wenn wir uns da vorstellen. Oder sie. Brauchen wir bloß noch das Geld einsammeln, die Ballen. Ne? So, wie weit macht er? Ja, er nimmt natürlich nicht alles mit, ne, weil das Feldfeuer aufhört. Der Ballenpresse fährt auch bis dorthin, okay. Ja gut, da müssten wir dann halt sehen, dass wir dann nochmal... Ja, mal gucken, wie das wird, wenn wir das Vorgewende fertig haben dann. Oder wir machen mal eins. Ja. Wir haben ja gesagt, wir fahren sowieso eine Reihe rum. Ne?
Wieso Hirschkäfer hier? Muss gucken, dass ich weit genug mit dem Dreck auf unser Pfund und Boden komme, ne? Kein Zugang zu diesem Land, das hätte ich doch fast geahnt. Aber er hat es mitgenommen, okay. So, lassen wir mal hier weiter runterfahren. Aber das ist ja auch ganz schön sportlich, 6 km/h, naja. Also es wird wohl eine Weile brauchen, weil es wird mal über Pfingsten fertig werden, ne? Gut, heute ist schon die 2. Folge. Aber wie schwer ist jetzt so ein Ballen? Ja, 620 Kilo, das kann man nicht heben. Haben wir schon alleine eine Folge zu tun haben, um das Vorgewende fertig zu kriegen, oder? Wie viele Ballen liegen jetzt hier in der Reihe? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommt noch raus. Und den 7. und 8. sehen wir auch noch. Also schon ordentlich, ne? So wie es aussieht, werden wir auch noch einen, ne? Oh, hier klappt er schon ein Schwarter hoch. Das ist natürlich ungünstig. Es ist da oben noch ganz schönes. Müssen wir wirklich hier richtig drei richtige Vorgewände machen, ne? Wenn sie sich hier schon hochklappen will. Jetzt fliege ich uns bloß nicht den Ballen hier noch von der Nase. Warte, fährst gleich durch, bitteschön. Es bräuchte eigentlich der Frontschwader nur noch ein eingebautes Mähwerk, ne? Dann wäre es optimal. Auch hier schöne Animation, kann man nicht sagen. Also das ist. Auf dem kurzen Stück hier vier Ballen.
Na, wahrscheinlich auch noch ein 5 drauf, so wie es aussieht. Ne? Wir müssen dann auch erstmal ein Stück hier vorpressen oder schwarten, damit wir hier besser wenden können dann. Sonst verheddern wir uns mit den Aufsatz vorne dran, 100% von Bäumen. Ne? Wir werden es doch eingesammelt kriegen. So, daneben, das kann doch nicht wahr sein. Komm, das nächste Auto gibt's doch nicht hier. Komm, fahr weiter. So, wir machen wieder vorne aus. So, dann kann man hier noch einen Helfer einsetzen. Doch nicht, weil wenn, dann müssen wir schon alles mitnehmen. Natürlich wieder kompletter Helfer raus. Auch die Maschinen aus, das meine ich jetzt. Klar ist der Helfer raus, wenn man rausnehmen will. Gut, dann würde ich auch sagen, da war es das für heute. Und da werden wir dann am Sonntag schauen müssen, wie wir das hier gelöst kriegen. Ob wir noch ein bisschen umplanen müssen, ob wir hier so weiterfahren können. Aber guck mal, wenn wir hier noch ein Vorgewende machen und drüben runterfahren, unten noch zwei Bahnen, das sollte funktionieren. Also ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann machen wir morgen zum Pfingstsonntag hier weiter. 10 Uhr. Bis dahin und tschüss.